Miriam Neureuther, auf Erkundungstour. Putzige von Baby Lotta. Im April letzten Jahres haben die ehemaligen Wintersportprofis Miriam, 32, und Felix Neureuther, 38, die Geburt ihres dritten Kindes bekannt gegeben. In 2 Monaten feiert Lotta bereits ihren ersten Geburtstag. Wie schnell die Zeit vergeht, beweist die Dreifachmama ihrer Community jetzt mit einem niedlichen Videoclip ihrer kleinen Tochter. Einer der ersten Gänge am Morgen führt Klein Lotta offenbar an den Bücherschrank der Familie. Das Mädchen tapst putzig durch die Wohnung der Neureuthers und steuert zielsicher das Regal mit den bunten Geschichten an. Wie die Instagram-Story der 32-Jährigen zeigt, früh übt sich eben. Seit ihrer überraschenden Trennung von ihrem zweiten Ehemann Tommaso Trussardi, 39, Anfang 2022 steht Michelle Hunziker, 46, medial ständig unter Druck, die Spekulationen über einen neuen Partner reißen nicht ab. Paparazzi lauern auf vermeintlich intime Abschüsse mit einem Unbekannten oder warten auf vertraute Spaziergänge mit ihrem Ex. Dabei liegt der Fokus der Moderatorin aktuell nur auf einem Traumprinzen, der neue Mann meines Lebens. Das ist der, der bald zur Welt kommt, verrät sie stolz und mit Nachdruck gegenüber der italienischen Zeitschrift Gente. Wer damit gemeint ist? Natürlich ihr erstes Enkelkind, das Tochter Aurora Ramazzotti, 26, noch unter dem Herzen trägt. Der mit Freude erwartete Junge soll angeblich im April 2023 das Licht der Welt erblicken. Michelle kann es kaum erwarten und sprüht vor Enthusiasmus: Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, erklärte der TV-Star jüngst im Gespräch mit der Tageszeitung Corriere della Sera. Und versicherte: Ich habe noch so viel Energie. Happy Birthday, Jona. Die älteste Tochter von Tanja Szewczenko, 45, feierte kürzlich ihren 12. Geburtstag und durfte sich über einige liebevolle Zeilen anlässlich ihres Ehrentags freuen. Auf Instagram schreibt Mama Tanja zu einigen privaten Familienfotos: Heute ist dein 12. Geburtstag und wir wünschen dir nur das Beste. Als du geboren wurdest, fing für uns ein neues Leben an. Ein Leben als Mama und Papa. Unsere Dreisamkeit genossen wir 10 Jahre lang, bis du durch deine Brüder Verstärkung bekommen hast. Danke, dass du der Mensch bist, der du bist. Ein wundervolles Mädchen, die beste Tochter der Welt und seit 2 Jahren auch liebevolle große Schwester von Leo und Luis. Bewahre dir dein Herz, deinen Humor und deine Art und Weise durchs Leben zu gehen. Du kannst stolz auf dich sein. Und wir sind stolz, dich bei deinem Weg begleiten zu dürfen. Danke, dass wir deine Eltern sein dürfen. Danke für das, was du, auch uns gelehrt hast. Danke für all die wundervollen Momente, die du uns geschenkt hast. Danke für deine Liebe und dein Vertrauen, Sick. In einem weiteren Video zeigt die ehemalige Eiskunstläuferin, wie die Familie den besonderen Tag verbracht hat, und es ging offenbar ganz schön emotional zu. Wie die 45-Jährige andeutet: Das war ein toller Tag und diese Serie musste ich jetzt einfach auch noch rausschießen, die mütterlichen Emotionen fahren Achterbahn, Sick. Anführungszeichen. Anna Adamian, 26, kann ihr Glück noch immer nicht fassen, nach jahrelangen Versuchen. Mittels Inseminationen und künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, erwartet die ehemalige GNTM-Kandidatin ein Baby. Vor kurzem feierte sie mit ihren Freundinnen eine Babyparty, jetzt präsentiert die Influencerin ihre Babykugel im Netz, und die ist mächtig gewachsen. Für die Aufnahme hat Anna Adamian ein eng anliegendes Outfit gewählt. Dazu schreibt das Model glücklich: Unser Wunder wächst und wächst. Die 26-Jährige kündigt zudem an, nun bereits in der 18. Woche schwanger zu sein. Einfach der Wahnsinn. Manchmal muss ich mich immer noch kneifen, dass ich all das wirklich erleben darf, schwärmt Anna. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Verwendete Quelle: Instagram.com, Gente, Corriere it.